Willkommen, liebe Pokémänner und solche, die es noch werden möchten in der Zukunft. Wir sind hier in der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge in Pokémon Gold und befinden uns im Radioturm. Yay! Geil! Geil! Oh, no, geil! Hab ich Bock! Das glaub ich dir. Wir Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Das ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wie schlimm das doch ist. Oh, shit, ist das schlimm. Ja, der Radioturm. Welch spannendes Erlebnis wird uns da heute. Ja. Alles klar. Zubat. Oh, Mann. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, Junge. Ja, klar, der kann nerven. Definitiv. Will ich nicht abstreiten, dass der nerven kann. Aber... vielleicht lässt er mich auch, genau, vielleicht wird es doch einfach easy going und ich habe meine Ruhe. Das wäre natürlich das Allerschönste. Ah, der Radioturm. Oh Gott, Hilfe! Hey, schieß mich jemand! Nee, ich weiß auch nicht. Pokémon am Ende. Oh shit! Oh, guck mal, der ist sogar auf Seite des Team Rockets, ne? Man macht ein fremdes Kind hier. Ist doch immer so. Ein paar Pisser, die dann immer auf Team Rockets Seite sind. Das verstehe ich nicht. Ja, wie ist denn los mit dem Mann? Was hast du denn da? Ein Gifloor. Ja, dann gönne ich mir. War Level 27. Also wenigstens kommen wir hier mal so ein bisschen in den Modus. Wo ich halt auch sage, das lohnt sich jetzt mal. Nicht immer nur so pimmeliger Scheiß. Und ja, ich schaff's momentan kein Paar zu sagen, zu machen, ohne darüber zu reden, dass das fucking Pokémon am Ende immer so langweilig wird. Aber es ist halt auch. Ich kann auch nichts gegen die harten Fakten machen, Leute. Ich kann auch nichts dagegen tun. Tut mir leid. Aber andernfalls, wenn ich das nicht sage, platzt mir, glaube ich, der Schädel. Das ist manchmal so das Ding. Kennt ihr das? Gewisse Dinge. Ach, bleib ich, ja, bleib doch. Nee, ich will wechseln. Ich möchte eigentlich wirklich Sandama jetzt mal ein bisschen Erfahrungspunkte gönnen. Es ist halt wirklich so die Sache. Da bin ich nicht professionell genug, ne? Da bin ich schlicht und ergreifend absolut nicht professionell genug, weil ich kann Dinge manchmal nicht unausgesprochen lassen. Es fällt mir unfassbar schwer, auch wenn das wahrscheinlich Blödsinn ist. Wenn eigentlich locker flockig einfach die Klappe halten könnte. Es geht nicht. Geht einfach nicht. So weggeschlitzt. Traumhaft. Noch was? Ja. Raupi. Wow. Noch so ein wahres Monster, das hat auf mich loshetzt. Ich glaube jetzt, weiß nicht, ob Stärke reicht. So ein Raupi kann ja nicht viel Verteidigung haben. Kann es auch nicht. Reicht das denn für das Level-Up wenigstens? Ja, okay. Dann war das in Ordnung. Lernst du mal was? Kein Pokémon lernt hier Attacken. Gar keins. Never. Das ist auch so eine Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier vorankommen, weil... ja, weil einfach nie was gelernt wird. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. Es auch jeder labert hier das Gleiche. Jeder labert hier das fucking Gleiche. Dann kommen die mit 4 Pokémon an. Wo du nur denkst so, Alter, 4 Stück. Tu das der Note. Kann ich ein starkes Pokémon kriegen und meinetwegen 2? 4? Hast du eine Ahnung, wie lange das dauert? 4? Vor allem, weil du fucking nichts one-hittest. Jeder muss immer 2 Schläge. Will das nicht. Ich will alles one-hitten für meine Ruhe. Hättest du mehr trainieren müssen. Hallo, die Klappe. Aquana. Guck mal, für Aquana habe ich wieder nichts. Da muss man wieder so ausweichmäßig Damioplex nehmen. Voll doof. Der ist doch schon so gut dabei. Und vor allen Dingen wird das Aquana. Das ist jetzt auch wieder so ein Pokémon, das echt gute Erfahrungspunkte geben wird. Da bin ich mir fast sicher. Ist so, oder, Aquana? Du gibst doch gut was ab. Sehen wir doch nichts. Ja. Endlich mal was lohnt und dann kriegt es wieder Damioplex. Blackmon.
Es heißt dann auch wieder, also, ihr könnt mir doch nichts erzählen. Es gibt doch hier ein Ungleichgewicht der Pokémon-Arten. Wasser ist doch wohl so weit vorne, ist doch schon absurd. Das bilde ich mir doch nicht mehr ein. So 80% der Pokémon, die gegen mich eingesetzt werden, sind auf Wasser. So, das ist jetzt aber hier ein Feuer-Pokémon, oder? Das ist bestimmt die Vorentwicklung von diesem... Genau, von dem, was ich da gerade hatte. Ich weiß auch nicht. Also ich bin mir mittlerweile eigentlich sicher. Das ist einfach so. Es ist eine gewaltige Übermacht an Wasser-Pokémon gibt. Wenn jemand noch richtig viel fucking Langeweile hat. Kann ja sein. Kann mal die Statistik so ergänzen. In Sachen, wie viele Wasser-Pokémon... Der Prozentsatz der Wasser-Pokémon, gegen die ich gekämpft habe. Ich bin mir sicher, das sind mehr als normal. Definitiv. Wir können auch mal wieder... Der rote Ricky könnte auch mal wieder kommen. Dass man so ein bisschen... So ein Battle kommt, wo auch mal wieder die Angst... Die Angst muss mal wieder ansteigen. Ich hab keine Angst mehr. Ich habe zwar in den letzten Parts hier und da mal Pokémon verloren, aber mittlerweile... Ich habe keine Angst mehr. Ist halt völlig weg. Ich meine, ich krieg ja alles kaputt. Das ist offensichtlich. So ein Snowbillycat kann nichts machen. Wenn ich 10 Level da... Natürlich nichts wonne. Gar nichts! Immerhin gibt es ein paar Münzen mehr. Ist doch auch was, Wollo. Heul nicht rum. Heul nicht über die Münzen. Könnte natürlich auch auf Schlitzer gehen und auf den Volltreffer hoffen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber was mache ich jetzt? Mauzi muss ich aber one-hit. Das war 4 Level höher. Ich versuch's mal mit dem Schlitzer und gehe auf Volltreffer. Entweder Schlitzer generell stärker als Stärke. Oder... Mauzi ist halt von der Verteidigung so viel schwächer. Das kann halt auch sein. Und Nidoran sollte eigentlich mit einem Hit... Ja, okay. So stelle ich mir das halt vor. So habe ich mir das vorgestellt. One-Hit, fertig. Boah, 44 Pokédollar aufgehoben. Kann ich den umgehen? Nein, natürlich nicht. Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Oh, nur die Klappe! Was denn? Die sind alle so, warum seid ihr so langweilig? Hört mal auf, so langweilig zu sein. Das ist einfach schrecklich. Auf Level 30. Bokowai, Ja gut. Aber der haut jetzt nicht mit irgendwas Ekligem voll rein. Konfusion ist halt schon... Konfusion ist halt schon eine Ansage. Und ich habe halt nur eine fucking Glut dagegen. Oh Gott, da muss ich eigentlich schon... da hab ich eigentlich keine große Wahl, ne? Keine allzu große Wahl. Wir müssen... gehen auf Hypertrank. Und dann, ja... Oh, natürlich. Okay, ich wechsle. Das mache ich nicht, oder? Wobei, ich kann ja noch einen Aufwecker benutzen. Ist ja nicht das Ding. Wäre nur schön, wenn ich jetzt mal... Darf halt kein Volltreffer sein. Okay. Damit können wir arbeiten. Aber er muss jetzt sterben. Er muss jetzt sterben. Wobei ich noch einen Schlag wahrscheinlich überleben würde. Ja, sogar okay. Okay, dankeschön. Gott sei Dank. Was ein harter Kampf. Jeder große Plan hat einen Haken. Du das sagst. Auf eine weitere spannende Etage. Dafür auch nicht. Du bist du gekommen, um mich zu retten? Das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Willst du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Oh shit. Und er hat 6 Pokémon. Oh mein Gott, willst du mich denn verarschen?
Naja gut, und auf Level 30? Was? Was? Okay, haben wir hier eventuell ein Problem. Okay, Schlitzer direkt mit dem Volltreffer, nice. Vielleicht war das auch das schlimmste Pokémon, das er hatte. Ich hoffe es beinahe. Sternschauer! Bist du, glaube ich, nicht so gut, ne? Also Sternschauer kann sogar bei Fliegen treffen und so, aber ich glaube, das brauchen wir nicht, ne. Die ganze Zeit heult er rum, nie lernt die neue Attacken, bla bla bla. Und jetzt lernt er nichts, wenn er, ne? Typisch Wollo, ich hasse Wollo. Eventuell zurecht. So, Makago, das Ding ist jetzt, hätte ich das geahnt, dass der 6 Pokémon hat, auf Level 30, dann hätte ich natürlich Vorkehrungen getroffen. Will ich ehrlich zu euch sein, aber wusste es nicht. Jetzt muss ich diesen einen Hit halt einstecken. Ist aber, ja, ein Rankenhieb sollte jetzt nicht, nee, genau. Sollte nicht so schlimm sein. Nimm die Glut! Nein, nicht Klammergriff oder so ein Bullshit. Nein, bitte, ernsthaft, wirklich nicht. Er leidet Schaden durch den Klammergriff. Ah, der kommt jetzt trotzdem immer. Also, ich werde jetzt immer zweimal getroffen, oder? Einmal von seiner normalen Attacke und dann vom Klammergriff. Ey, aber Glut ist eigentlich doch immer noch relativ stark. Kannst du gar nicht wirklich meckern. Macht nichts. Wir haben auf jeden Fall eine gute Pace bis jetzt. Das ist okay. 2 von 6 sind down. Unsere Männchen sehen noch gut aus. Pupita. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe jetzt mal auf Sandama zurück. Weil Sandama ist eigentlich... Okay, wir hätten auf jeden Fall bei Makago bleiben sollen. Aber auch das müsste okay sein. Volltreffer. Attack ist nicht effektiv. Oder ist das Gestein? Ist das Gestein? Ich probier mal aus, ne? Wir probieren mal aus. Was könnte? Könnte halt Gestein sein. Und ein Fuchtler dürfte eigentlich... Ja, dürfte eigentlich gegen Kabutops nicht stark sein. Also es sieht schon ein bisschen aus wie ein Stein. Im entfernten Sinne. Ah, das sieht gut aus. Das ist ein Stein. Okay. Kabutops ist noch kurz davor. Blutzuck. Da wechsle ich auch wieder. Ja, okay. Wir kommen durch. Auf jeden Fall. Möglichkeit, dass wir noch ein Pokémon verlieren, natürlich gegeben. Das ist ja immer. Aber bisher hat er da ja keine richtig fickerigen. Und dann noch kein Wasser. Ist es euch aufgefallen? Bisher noch kein Wasser. Das fällt direkt auf. Wenn wenig Wasser kommt. Okay, Konfusion ist natürlich jetzt scheiße. Oder auch nicht. Wow. Ich habe damit mit wesentlich mehr gerechnet. Okay, jetzt wäre es aber schön, wenn mal ein bisschen Pokémon kommen, die nicht... wo ich nicht Makago einsetzen muss, weil ich will ihn nicht verlieren. Meltank. Ja, da möchte ich das Pokémon sehr, sehr gerne wechseln. Da können wir meinetwegen auch auf ihn gehen, weil warum nicht? Schon in Ordnung. 32. Da arbeiten ist sogar höher als wir. Er startet mit Geduld. Das ist interessant. Warte mal, Geduld. Bereitet er nicht eine super starke Attacke vor? Ich bin aber auch Gestein. Also eigentlich sollte er mit seinen normalen Attacken gegen ein Gesteins-Pokémon nicht ankommen, oder? Egal, was er macht. Eigentlich nicht. Vor allen Dingen lädt er sich immer noch auf. Ja, dann. Charmeltank. Leider nein. Musste dich enttäuschen, aber nein. Das war nichts, mein Freund. Das war leider gar nichts. Diese mies guten Erfahrungspunkte. Perfekt. Dann haben wir jetzt noch ein Pinsir. Makago traue ich mich jetzt nicht ran. Deswegen sollst du das einfach mal machen hier mit Zywelle und so. Und Zystrahl, das klappt schon, oder? Ich weiß gar nicht, ob das gegen Käfer gut ist. Kann halt auch sein, dass das... Es ist Kacke.
Nicht super kacke, aber sein Härtner dürfte ja normalerweise gegen den Zystrahl gar nichts bringen. Also müsste jetzt unverändert weiter Schaden machen. Jupp. Oh, er pumpt sich auf, ne? Oh, pumpt sich auf. Ändert nichts. Pinsir, es ändert nichts. Wie ist es? Noch ein Schlag. Oh, noch ein Härtner. Ja, das sind gute End-Pokémon auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Für mich. Für mich, ne? Aus meiner Sicht. Ihn eher nicht so, aber aus meiner Sicht voll okay. Okay, ich sag dir, wo er ist. Und auch raus. Haben den echten Intendanten in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Der Kelleröffner. Okay. Liebe Freunde, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir in den Untergrund. Juhu! Bis dahin. Ciao.